So, heute betreten wir endlich diese Stadt, und zwar, wir sind in Lafferty, in irgendeiner No-Name-Stadt, glaube ich. Starke Pistole, so, Ausrüstung sollte so sein, wie davor, Lebensmittel, Munition, Lebensmittel, passt, auf in den Kampf. Don't look like nobody's here. Yeah, it's pretty quiet. Maybe somebody's holed up inside. I'll circle around. You want to try there? Yeah, out of the way. Sooner we wrap this, sooner we're back on the road. Movement on the horizon, coming in pretty fast. Can you tell what it is? I can tell I don't like it. You probably want to get inside. Suchen Sie einen Ausgang, finden Sie einen Weg über den Zaun. Hier ist der Zaun. Das da gefällt mir nicht. Und die alle gefallen mir hier nicht. Aber erstmal will ich meinen Bolzen zurückhaben. So, hier ist ein Bulle. Hat der vielleicht etwas Interessantes? Nee? Nee? Hatte der keine Munition für uns oder so? Na, oh, jetzt muss ich mich mal kurz räuspern hier. Ruhe. Und... Nein. Ruhe. Alter, hier sind so viele Cops, eh? Sind die echt alle gestorben? Ich glaube, die sind wirklich alle gestorben, oder? Scheiße, hier ist zu. Überall ist zu. Ah! Wo hat sie es reinbekommen? Ach, ist auch egal, wo. Ich weiß, dass sie es in den Kopf bekommen hat. So, das ist das Wichtigste. Alter, hier sind ja überall Tote. Das sind alles nur tote Cops. Das sind ja alles tote Cops nur. Eins. Zwei. Drei. So. Und zwar hier haben wir Benzin, den Wagen. Können wir sogar verschieben, warum auch immer. Muss ich verstehen, warum wir den verschieben können? Ne, jetzt mal wirklich, muss ich das verstehen? Hat das irgendwie eine Logik? Kann ich alle hier verschieben oder so? Vor allen Dingen, dass die Polizeiautos alle ein und dieselbe Farbe haben, ist auch, ne, logisch. Ich glaube, ich muss von da nach da nach darauf springen und dann darüber. Ach, und da haben wir sogar Munition? Ne, doch. Ne, ist nur eine Flasche oder so. Ah, so, jetzt komm. Ach, Menno, ey. How's that for timing? All right. What's your situation? I'm cool. On the roof across. Oh, whoa. What? Are you looking outside? Krass. Militär. Ach, da geht's weiter. So, nehmen wir unseren Hammer. Unsere Monsterwaffe. Ach, da ist jemand. Hey, I wondered who that was breaking in. Geh mal her, hier. Alter, eine Axt. Hier, gegen das Messer eintauschen, ey. Erstmal nehme ich alles mit hier. Bevor der sagt, dass ich nichts mitnehmen darf oder so. Hallöchen. So, die Axt, die ist auch cool. Damit können wir auf jeden Fall die Köpfe splitten, glaube ich, ey. Das wird ein Massaker. Sup, come on in. I'm Noah, remember? I lost Scout at the hospital. Was hoping to catch up to her here. Yeah, she's just outside. Wow, really? You two running together? For the time being, looks like. Okay, here they come. That's what you wanted? Just right. Thank you. Commence operation High Piper. Full purge is in effect. Fire at will. Take down everything that moves. I want to talk to those guys. Get some help from them. Well, you can't go out on the street, dude. Go through the stores. They're connected. Catch up to them at the end of the mall. You coming? I'm not that amped about talking to these guys. I'll catch you on the far side. And you sound like my brother. See ya. Oh, hey man. I owe you from earlier. You in need of a talented scavenger? Klar. Hast du noch weitere Infos? Those soldiers aren't gonna wait around, man. Come
Ja klar kann ich dich gebrauchen, ne? Wer sagt dir denn nein? That's one bad idea after the next. So. Ah! Ach, hat er mich jetzt auch noch geschafft zu umarmen, ey. So, da ist der Hammer doch um einiges besser, glaube ich. Na los, komm her, steh auf. Aufstehen. Aufstehen, irgendjemand hier. Alter, das ist ja richtig kacke, die Waffe hier. Aua! Von wo? Ey, immer von hinten, wie feige! Vor allen Dingen, dass man die nicht hört. Der sah aber witzig aus. Der hat irgendwie voll das unförmige Gesicht, glaube ich. Und der hier auch gleich. So, jetzt aber erstmal hier was einpacken, ne? Was einpacken, ich meine das hier in den Mund stecken, ey. Ach schade, kann ich nicht einfach so rüberkicken. Guck den Hammer an. Das ist der Zerstörer, das ist der Burner, Alter. Der Hammer, der zerstört auf jeden Fall. Da haben wir wieder ein Getränk. Hier haben wir sogar eine Waffe und einen Revolver. Der Revolver ist aber schlechter, glaube ich. Ja, der Revolver ist schlechter als unsere hier. So, jetzt guck mal nochmal, ich gebe der Axt noch eine Chance. Boah. Okay, also sie kann schon... Schon kann sie, ne? Ach, geh weg, erschrocken hast du mich nicht. Aber hier hast du jemand umgebracht, sehe ich. Eine Frau. SUV-Schlüssel. Well, that's something, I guess. Geil, 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 geil. Ach, der Baseballschläger, ne? Aber an den erinnere ich mich auch, der war auch nicht gerade der Beste. So, jetzt entweder kriechen wir jetzt hier lang, oder wir bringen die alle langsam um. Oder doch lieber lang kriechen. Die sehen mir dann doch ziemlich viele aus hier. Na los, kommt her. Aber nur ihr beiden bitte erstmal. So. Ich glaube, der Hammer ist wirklich die beste Waffe in diesem Game hier. So. Ach, kack drauf. So. Ich glaube, ich habe eine kleine Technik gefunden. So. Und wir haben sogar wieder so ein komisches Irgendwas da gefunden. Was es uns auch bringt. Es rätselt mich. Sammelstücke, was bringen die uns? So. Hier gibt es aber auch gar nichts. Aber das muss auf jeden Fall ein Mega-Laden, Alter. Die Kassen. Kassen hier direkt, ne? Aber die Kassen direkt am Ausgang hier. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Da kann man ja reinrennen, das Geld klauen und wieder rausrennen direkt. That's my exit, but... So. Alter, ihr braucht aber auch lange, bis zu mir anzukommen. So. Jetzt hat er mich wieder geschafft zu umarmen, leider. Und jetzt der eine schleppend auf dem Boden. Oder die eine. Und jetzt noch... Ach, du lebst noch. Oder was? Nee, doch nicht. So. Schade, dass die Köpfe nicht so schön in Teile kaputt gehen oder so. Erstmal die, die laufen am besten. Das ist das Schlimmste. Wohin... Warum klopfst denn du hier die Wand an? Ach, du auch noch. So. Jetzt haben wir auch alle tot. Gotta get to that evacuation point. Jo. So.
Nein, ich habe aus Versehen was falsch gemacht. So. Und zwar hier die Schrot, die lasse ich, aber die hier kann ich nehmen. Alter, so, jetzt erstmal hier nochmal ausrüsten. Also wir haben schon viel Sachen zum Schlucken jetzt hier gefunden. Sportgetränk und so weiter und so weiter. Das hilft natürlich. Aua. Nicht nett, nicht nett. Gar nicht. Alter. Nein. Böser Bubi. Dass sich die Gesichter immer so umformen. Ich glaub... Ey, komm, jetzt langsam, hier reicht's. So, jetzt schubsen wir dich ein wenig hier rum und jetzt dein finaler Schlag. Ich glaube, ich schluck hier aber erstmal noch was, genau. Das hier. Bevor ich da rausgehe. Und ab geht's. So, Noah Cruz ist der Gruppe beigetreten. Jetzt müssen wir aber... Ahmed ist zurückgekommen mit 2 Schrotflintengeschosse und 2 Pistolenkugeln. Ein Versorgungsgenerator... Wow, hat's echt gebracht. SUV gefunden. Krass, ey. Fahrzeug. Ja, wählen Sie Fahrzeug, genau. Denn SUV mit Verbrauch hoch. Aber überlebende Plätze haben wir dann genug. Wir nehmen den SUV, ist klar. Verbrauch ist ja egal. Was? 3 von 4? Passt genug rein. Hier, Fahrzeug. Nehmen wir Fahrzeug auswählen. Passen auch gleich mal die Überlebenden rein. Bevorzugt Schrotflinten. Wie bist du denn? Verstohlen? Und bevorzugt verstohlen. Bedeutet verstohlen, dass er gut Sachen stehlen kann, ja? Ich glaube schon. Noah Cruz. Naja, okay, ne? Weiter zur Karte. 12 Minuten haben wir. Wirklich fortfahren, na klar. Und wir nehmen die Highways wieder. Ich glaube, wir nehmen... Doch, ich glaube, die Highways sind mein bester Freund, glaube ich, jetzt geworden. Ich mag die irgendwie. So, Paulsville. Der Besselmeyer Umschlagplatz zählt zu den geschäftigsten Frachtschnittstellen im Südosten der USA. Vereinigte Staaten. Seit dem Ausbruch leitet das Militär im Verborgenen Vorräte hier durch. Ach, jetzt fahren wir zum Militär. Das ist doch toll. Das gefällt mir doch. Bekommen wir sogar Schutz. So, natürlich ist wieder was auf der Straße ganz bestimmt. Und die Straße von innen durch ein verlassenes Fahrzeug blockiert. Eine Herde nähert sich schnell. Ach, shit drauf. Durch die Herde prasseln. Schaffen wir hoffentlich. Durch die Erde, habe ich gesagt. Durch die Herde. Oh. Nachsehen, was sie will. Sie sehen Überlebende auf einen Güterwaggon in der Ferne. Ja. Können wir mal machen. Ich glaube, die Stadt kenne ich eh schon. Erstmal Ausrüstung checken. Hier, Feueraxt können wir weglassen, übertragen. Behalte ich. Eigene Sicherheit, Schrotflinte übertragen. Aber der Rest ist Muss. Ein Muss. 22 Schuss für die Pistole ist in Ordnung. Warum brauchst denn du Hilfe? Verstehe ich gar nicht. Ich kann auch einfach wegfahren. They were so close. Ja, toll. Da ist sogar noch einer. Aber ich meine, hier ist ja nur einer. Hä? So. Hier ist ja fast gar keiner. Hier ist einfach nur Benzin. Etwas Munition. Hallo. That's what I mean. Benzin, Essen, Munition. Das war's auch wieder, wa? Ich will auch nicht jetzt hier die ganze Zeit rumgammeln. Ach, hier ist noch mehr Munition. Ach ja, können wir gehen. Ah. Wohin muss ich denn jetzt? Ach so, nach da. Ja, hier ist ja gar keiner mehr. Was soll ich denn dir helfen hier? Hier ist einfach nur Munition. Und was auch gut ist, habe ich nichts dagegen.
Nixe ist hier. Was machst du jetzt hier drin? No more room. So, Treibstoff können wir auch noch nehmen. Definitely owe you. Ja, du schuldest mir wirklich was. Boy, am I glad to see you. My name's Gloria. I had just found some supplies when those things chased me here. There's nothing left for me here. Let me join you. Toll. Noch mehr Ballast. Welche Herde? Hier ist noch nicht mal eine Herde. So. Kann ich euch auch irgendwie anders abschlachten? So, geht's doch auch. Easy going hier. Kann ich da nach oben leben? Ach, kommt her. Aber das muss so mir wieder zurückgehen. Ach, du lebst ja noch. Toll. Das war's jetzt, ja. Willst du mich gerade verarschen? Ach, den lasse ich am Leben. Weil er so nett aussieht. Ab zum SUV mal gucken. Vielleicht bringt die Frau ja etwas. Schrotflintenmuni. Haben wir schon ein paar Sachen noch gefunden. Hier ist ja auch passend, ne? Ganz okay. Überleben. Bla 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 bla. Ach. Kommt die Olle jetzt doch nicht mit? Dann nicht. Ich meine, ich zwinge sie ja nicht. Wollen sie wirklich fortfahren? Ja, wenn sie nicht mit will. Meine Schuld. You spotted? They were supposed to check in. Negative control. Circling the freight yard. Wait, there it is. Oh, damn. Yeah, there's a train. Smashed to hell. Off the rails. Looking for survivors. What about the cargo? We need those munitions for the evac. You hear that? Trainload of munitions dumped at the freight yard. What do you think now? Yeah, I think we're gonna make a stop. Scout, come in. Scout, you copy? Daddy! I'm here. Where are you? Daddy, are you okay? Ich vermute, ihr Daddy ist infiziert. Ja. Nö. So, ach, die Frau ist doch da. Ja, aber irgendeiner muss doch rausgekickt werden, oder? Naja, mal gucken. Zeig mal erstmal hier die Info. Bio, Flugsanitäterin. Ah ne, du bist doch... Hä? Check ich. Halbautomatische. Warte, du bevorzugst Schrotflinten. Du bist fast tot und du auch und du bist voll. Munition. Munition. Und... Ich weiß nicht. Munition und... Treibstoff. Und du auch noch Treibstoff am besten. Und dir, ich weiß nicht, dir gebe ich lieber einen Revolver in die Hand. Und du kannst auch noch Treibstoff suchen. Obwohl, nee. Du kannst nach Lebensmittel, Munition suchen. Na? Doch, ist gut. Armbrust 1, Jagdmesser, bla 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 bla. Bolzen 2, Gewehrmunition kann ich wegpacken. Schrotflinten kann ich auch wegpacken und Treibstoff kann ich auch wegpacken. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ja.